Aber vor allem an den Momenten, wo man dann denkt, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie lange geht der Tag denn noch? Jetzt gibt es nämlich erst noch Mittagessen. Und dann gehen wir noch zu einer Station. Noch eine Station. Hm? Und dann denkt man so, oh, ich kann nicht mehr. Jetzt muss man da ganz lang anstehen. Und dann muss man da super lange anstehen in einer super langen Schlange. Und dann hat sich das aber gelohnt. Ich habe gerade die Schuhe von Bhakti Siddhanta Saraswati auf den Kopf gekriegt. In unserer Tradition ist es ein Zeichen von großem Respekt, wenn man die Füße oder Schuhe einer anderen Person berührt. Besonders die Füße eines reinen Gottgeweihten, also jemandem, der Gott realisiert hat. All that place is by Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. This is called Komandalu. This is a blanket, all Gadi, Rajai, and all the... For this person, why? Yeah. So he was using that, huh? Yeah. Still from this time? Yeah. Hier sind wir im Raum von Bhaktisiddhanta Saraswati. Es ist ganz selten, dass man hier Darshan kriegt. Das ist hier sein Bett, in dem er geschlafen hat. In den Gemächern von Bhaktisiddhanta Saraswati. Wir haben gerade seinen Tisch gesehen, seinen Stuhl, sein Bett, wo er drauf saß, seine Schuhe. Pradyumna durfte sogar die Decken anfassen, auf denen er drauf geschlafen hat. Das heißt, es fühlt sich gerade sehr heilig an. Zumindest ist eine sehr, sehr gedeckte, stille Atmosphäre. Ich habe gerade die Schuhe von Bhaktisiddhanta Saraswati auf den Kopf gekriegt. Did you get? Yes, der Narugopal, der hier seit 36 Jahren lebt, der hat erzählt, der hat bis jetzt hier nur einmal die Chance gehabt, diesen Raum zu sehen. Also das ist wirklich was ganz Seltenes, dass die Chaitanya Mart diesen Raum öffnet für Besucher. Und wir hatten jetzt dieses riesige Glück, dazu nicht nur, dass wir da rein durften, sondern durch die Gnade, dass Pradyumna hier den Service übernommen hat, der offizielle Filmer zu sein, waren wir da ein bisschen länger und haben dann sogar noch die Schuhe auf den Kopf gekriegt. How are you doing? Hallo. Das passiert, wenn so Devi ekstatisch wird. Fängt an zu kichern. Jaya Parigram, Jaya Parigram, Bhakti Siddhanta Saraswati. Когда снимаете? Prasad? Sweet. Mittags Prasad. In diesem Box wird das Essen gekocht. Wie war das Prasadam? Das Prasadam war super. Man hat alles gekriegt, was das Herz begehrt. 3 Sabjis, Reis, Chutney, Chapati, Pakora. Und die Organisatoren haben sogar selbst ihre Teilnehmer bedient. How was the Prasad, Prabhu? Very good. Very good. Yes, it's perfect. Thank you. Amazing. Super fun. First class. Curry was excellent. Wow. That lunch was killing, dude. Super excellent. Great. Amazing. Das ist gut, ja? Wie war das mit Prasadam? Viel zu viel wieder. Viel zu viel. Das ist immer sehr gut, ja. Aber es ist so üppig. Das. Da braucht man etwas jüngeren Körper, um das zu verdauen, glaube ich. So, was passiert jetzt gerade? Nichts. Es passiert nichts. Ja. Seit 20 Minuten sitzen wir im Bus und wir fahren einfach. Es ist super heiß. Sehr schwitzig heiß. Und wir wissen nicht, worum es sich weitergeht. Weil der Fahrer weg ist. We want to help. Who's fascinated about it? Hier sind wir am ekstatischen Ort von
Chandkasi, dem Samadhi von Chandkasi. Chandkasi war erst ein Muslim-Regierer und er war erst gegen Chaitanya Mahaprabhu, aber dann durch einige Umstände, die Geschichte werde ich später noch erzählen, wurde er dann zum großen Devoti von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Und hier ist sein Samadhi und es ist was ganz Besonderes. Auf dem Samadhi ist ein Champa-Baum gewachsen. Ich habe noch nie so einen großen Champa-Baum gesehen. Und dieser Champa-Baum repräsentiert Chandkasi. Und in diesen Champa-Baum eingewachsen ist ein Neem-Baum. Und der Neem-Baum natürlich repräsentiert Chaitanya Mahaprabhu. Also hier haben wir Chandkasi, der durch die Liebe von Chaitanya Mahaprabhu zu einem riesengroßen Devoti geworden ist. Und diese riesengroße Liebe sieht man auch an diesem riesengroßen Baum. Also hier auf der linken Seite haben wir den Champa-Baum. Rechte Seite. Von euch aus, rechte Seite, haben wir den Champa-Baum. Und hier auf der linken Seite ist der Neem-Baum, der Chaitanya Mahaprabhu repräsentiert. Und die beiden Bäume also, sind quasi auf dem Samadhi von Chandkasi und ja, fast zusammengewachsen. Super schön. Happy Carnival. Das sind diese kleinen Bäume, die wir in meinem Garten hatten. Die waren hier so. Zeig mal dann die Blüte. Oh, die habe ich im Haar. Hm? In dem Baum. An diesem ersten Tag des Parigrams haben wir die Plätze in der unmittelbaren Umgebung von Mayapur besucht. Sri Chaitanyas Geburtsort, die Badestellen, an denen Chaitanya als Kind gebadet hat, Sri Vasangam und den Samadhi, also die Grabstätte von Chandkasi. Dieser erste Tag brachte neben neuen Geschichten auch eine unendliche Palette an Gefühlen mit sich. Vorfreude, Staunen, Jammern, Euphorie, Dankbarkeit. Und am Ende des Tages kam die Müdigkeit zusammen mit der Glückseligkeit. Morgen besuchen wir den Jagannath Mandir in Rajpur und die darum liegenden Orte. Your age, okay? 83. So you're the oldest member of the Parigram. Yes. She's the oldest member of Kartik Navadvip Mandal Parikrama 2019. She is 83 from Malaysia. And she is her seventh time doing Kartik Navadvip Mandal Parikrama. Barefoot Parikrama all over, you know. And then this time only I can do barefoot. Very nice. Hare Bol. Hare Bol.